Morgen Leute, ich bin unterwegs auf meiner Tour und wie ihr seht, bin ich gerade durch das Sonnentor am Dobel gekommen. Wenn ihr Lust habt, kommt mit und tschüss. Ich bin jetzt auf der Aussichtsplattform, diesem Turm, am Anfang des Westwegs, also der zweiten Tagesetappe und da geht es in diese Richtung los. Ich will immer mal wieder meine Eindrücke festhalten. Ja. Und es riecht moosig nach Walderde. Und ich musste gerade einen Umweg in Kauf nehmen, weil dort Waldarbeiten unter Androhung von Strafe stattfinden. Dass man also dort nicht durchläuft. Und auf der Busfahrt hier hoch zu habe ich Leute kennengelernt, die auch diese Tagesetappe machen. Also, die schauen bestimmt auch später rein. Und hier riecht's nach frisch geschlagenem Holz. Wir haben auch gerade Forstarbeiter getroffen und die nochmal doppelt gecheckt wegen dem Umweg, den wir hier nehmen. Also der Vollernter ist da hinten unterwegs, aber wo wir jetzt gleich wieder auf den Westweg zurückkommen, da ist wieder alles frei. Und der war schuld für den Umweg. Aber wozu geht man denn wandern? Doch darum, dass man das genießt. Und ob es da ein Kilometer oder zwei mehr sind, ist doch egal. Ja, und jetzt habe ich mir hier den Weg rausgesucht. Der weicht offiziell vom Westweg ein bisschen ab. Aber ist kürzer. Soll kürzer sein. Mal gucken. Einfach urig. Ich kann mir vorstellen, dass vor einigen Jahrzehnten der gesamte Westweg so war. Ich bin also inzwischen auf dem Hahne-Pfalz-Weg. Und hier ist so ein Wendepunkt mit Aussichtsliege. Und da kann man sich natürlich hier bequem machen, aber ich will euch einfach mal diese Weitsicht zeigen. Fantastisch. Sehr interessant. Das ist der Schall. Verbrannter Felsen. Ich habe mich gerade verabschiedet. Es sind gute 10 Kilometer zusammengelaufen und tolle Gespräche gehabt. Und jetzt laufe ich gerne auch mal alleine weiter. Aber wir haben uns gesagt, wir sehen uns wieder bestimmt. Ich liebe ja so Stücke, die nicht asphaltiert sind oder mit Schotter und das genieße ich irgendwie so richtig. Macht einfach Spaß. Ja, jetzt über den Baumstamm rüber und weiter geht's. Herrlich. Einfach herrlich. Hier auf diesem Fichtennadelbett federt der Weg richtig. Fast wie ein Trampolin unter den Füßen. Unheimlich angenehm zu gehen. Nun bin ich bei der Hahnenhalshütte angekommen. Also das sieht ja so aus, als ob man hier durchaus auf diesem überdachten Terrasse übernachten könnte. Wippe, Sitzgelegenheiten. Hier ist auch ein Brunnen auf der anderen Seite des Weges. Also richtig klasse.
gut beschildert. Es ist 12 Uhr durch und ich komme jetzt gerade hier vorbei. Dann denke ich, na wunderbar, hier lässt sich Mittag machen. Hier am Alwin-Wieland-Blick lässt sich wirklich wunderbar spachteln. Jetzt habe ich auch noch Blaubeeren gefunden. Und? Naja, nee, den lasse ich leben. Nochmal eine Handvoll. Und dann gibt es natürlich auch immer mal wieder so Streckenabschnitte, die einfach nur geschottert sind. Gut für die Radfahrer. So, um die 160 Stufen auf dem Kaiser-Wilhelm-Turm. Von da komme ich und dahin geht's jetzt weiter. Hier. Dieser Weg da. Da geht's jetzt weiter. Hehe. Hindernis. Aber es wäre nicht der Westweg, wenn das Hindernis nicht schon durch einen Trampelpfad umgehbar ist. Hier gibt es Kienspan. So. In 1,5 Kilometer kommt die Latschiköte. Hütte. Jetzt rechts auf Fußweg. Ah, die Navi hat sich auch gerade gemeldet. So, bevor es gleich dort an der Gabelung rechts nun endgültig mit dem Abstieg weitergeht, gönne ich mir jetzt eine Rohkost-Riegelbar hier an der Drabberghütte. Bei diesem Anblick. Ich packe die Karte zur Seite. Nach leckeren Himbeeren geht es jetzt nun endgültig an den Abstieg auf diesem schönen, ja, grasbewachsenen Weg. Und klar, hier Richtung Reichenbachtal, da hört man natürlich das Schwarzwaldmoffa die ganze Zeit durch die Täler hallen. Das ist extrem, was man hier für einen Weitblick hat.
Bei nächster Möglichkeit scharf rechts. So. Jetzt genieße ich noch mal kurz so eine Aussichtsplattform. Richtung Reichental mit super Fernsicht. Wieder total krass, felsig, schön der Abstieg hier. Und bevor es da gleich weitergeht, kraxel ich mal hier rauf und guck mir das mal von hier aus an. So. Wow. Ja. Willst du erkennen Gottes Spur? So Blick von hier in die Natur. Willst du noch mehr verstehen, dann bleib vor diesem Kreuze stehen, steht's hier. Da ist Forbach. Man kann es, glaube ich, gerade erkennen. Da ist auch der Dom. Da steht, das sei kein Trinkwasser. Na gut. Da wundert mich zwar der IBC hier, aber vielleicht holt sich ja jemand hier Gartenwasser. Ach. Hätte ich doch gern einen halben Liter Schafsmilch, wenn ich wüsste, wo ich sowas kaufen könnte. Folge dem Weg 110 Meter. Ah, hier steht, dass es Trinkwasser sei. Das ist gut. Das ist eine gute Sache. Folge dem Weg 200 Meter. Dafür bin ich gleich beim Bahnhof Forbach, wo es dann für mich zurückgeht nach Karlsruhe mit der S-Bahn. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. War eine schöne Zeit für mich. Dann sage ich mal tschüss. Bis dann mal wieder. Jo, da steht's. Ich bin tatsächlich in Forbach angekommen. Und wenn ich hier gucke, 17.08 Uhr geht die S81 nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Insofern also. Tschüss, Leute.
Da geht's zurück. Jetzt geht's zurück mit der S-Bahn. Echt schön. Schöne Strecke. Mal schauen, ob ich noch ein paar kleine Eindrücke mitnehme. Nächster Halt, Ottenau. Der Zug hält nur bei Bedarf. Die Murke ist hier schon recht breit und geradig. Ist auch nicht mehr so interessant, würde ich sagen. Insofern bringt es, glaube ich, nicht.